willkommen zu einer neuen Folge Nachgefragt. Heute mit Herrn Professor Oeming. Hallo. Hallo. Herr Oeming, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit mir über den Masterstudiengang Theologische Studien zu sprechen. Was ist das für ein Studiengang und an wen richtet er sich? Das ist ein besonderer Studiengang, den wir hier in Heidelberg entwickelt haben, in längerer Vorarbeit. Er richtet sich an Menschen, die Berufserfahrung haben in anderen Berufen, also ganz andere Berufe. Zum Beispiel Ökonomen oder Juristen oder auch Mediziner oder Buchhändler. Es ist Voraussetzung, dass man einen Bachelor hat an einer Universität, in welchem Fach auch immer, plus 5 Jahre Berufserfahrung. Und wir haben auf diese Weise einen Studentenpool erschlossen, der eben anders ist als der normale, in Anführungszeichen, Theologiestudent. Denn es handelt sich hier um Menschen, die aus völlig anderen Kontexten in den Bereich der Kirche kommen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das der Kirche gut tut. Dass das Pfarrerbild bunter wird, dass es eben Menschen gibt, die sich mit Computern auskennen, die sich mit Rechten auskennen, die sich mit Geld auskennen. Das sind Kenntnisse, die meines Erachtens sehr wichtig sind. Und ein zweites, das ist genau das Gleiche vom Wert her. Für diese Menschen ist es häufig eine Gelegenheit, eine persönliche Berufung, einen persönlichen Wunsch auch zu realisieren. Es gibt viele, die in den Berufen, die ich schon genannt habe, nicht ihre Lebenserfüllung finden und die sagen, ach, eigentlich möchte ich mehr mit Menschen arbeiten, eigentlich möchte ich mehr im Dienste Gottes arbeiten. Und die haben eben auf diese Weise eine Möglichkeit, in einem überschaubaren Zeitraum einen Masterstudiengang zu absolvieren, der sie dann fürs Vikariat fit macht. Ist das noch ein vollwertiges Theologiestudium oder nur eine Abkürzung? Also eine Abkürzung ist es auf gar keinen Fall, denn ich erwähnte ja schon, man braucht einen Bachelor im anderen Fach und man braucht 5 Jahre Berufserfahrung, da ein Bachelor so in der Regel 3 bis 4 Jahre dauert, plus Berufserfahrung, aber kann man davon ausgehen, die haben also 10 Jahre Anlauf. Wenn man also schnell Theologie studieren möchte, ist man auf diesem Weg nicht gut beraten, das dauert nämlich länger. Also es ist auf keinen Fall eine Abkürzung, das habe ich schon gehört, aber das ist irreführend, sondern es ist eine meines Erachtens sehr herausfordernde, konzentrierte Studienart. Also rein theoretisch kann man das in 4 Semestern schaffen. Allerdings muss man dann die alten Sprachen mitbringen. Und welcher normale Computermensch oder Menschen aus der Versicherungswirtschaft bringen Althebräisch oder bringen Griechisch, Altgriechisch mit? De facto muss man sagen, dauert es länger als 4 Semester. Es ist theoretisch möglich, tatsächlich hat es eine Person geschafft, aber in der Regel braucht man doch ein bisschen länger. Das Besondere an Heidelberg, und darauf bin ich auch mit der Fakultät stolz, die Studierenden gehen in die normalen Lehrveranstaltungen. Abgesehen von wenigen Übungen zur Hermeneutik der beruflichen Praxis, teilen unsere Studierende das Seminarangebot, das Vorlesungsangebot. Sie sind also voll integriert in den Studiengang, wie er eben für alle läuft. Das ist meines Erachtens ein großer Vorteil. Es gibt ja das andere Modell, dass man in separaten Blocks, in Wochenenden, irgendwo abseits diese Studien absolviert, was sicher auch seine Vorteile hat, insbesondere wenn man es mit Berufstätigkeit kombinieren muss oder möchte. Unser Modell setzt eigentlich schon voraus, dass man mehr oder weniger Vollzeit hier vor Ort studiert. Was sind denn die konkreten Inhalte? Worauf kann sich ein Student freuen, der sich für diese Richtung entscheidet? Also Theologie ist ja ein fantastisches Fach. Ich liebe dieses Fach, weil es so vielseitig ist. Also wie andere Studierende auch, werden unsere Masterstudentinnen und Studenten ausgebildet in Philologie.
Sie werden ausgebildet in historischen Kenntnissen, historisch-kritische Bibelauslegung, aber auch Kirchengeschichte. Sie werden ausgebildet in systematisch-theologischem Denken, also Philosophie kommt da auch mit dazu. Sie werden ausgebildet auch, das ist gelegentlich möglich, mit einem Psychotherapeuten, der ihre Persönlichkeit und ihre, ihre speziellen Gaben und Schwierigkeiten beleuchtet. Also es ist ein breites Spektrum der Theologie. Sie kriegen aber auch Kontakte mit anderen Religionen. Also wir haben ja regelmäßig ein Lehrangebot, das Judentum, den Islam, aber auch die aus fernöstlichen Religionen, Buddhismus und Hinduismus. Also es ist wirklich ein vollwertiges, breites Studium und sie sind Teil dieser Denkgemeinschaft. Wir sind ja hier alle an der Fakultät Wahrheitssuchende und Gottsuchende und unsere Masterstudierenden sind da voll Teil davon. Sie waren ja maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Studiengang hier in Heidelberg eingeführt wird. Was ist Ihre persönliche Motivation? Also ich selber war 6 Jahre im Pfarramt, also jetzt bei der Rheinischen Landeskirche. Und ich habe im Pfarramt gemerkt, man bräuchte eigentlich noch ein paar Sachen, die man so im Studium nicht bekommt. Und es ist immer sehr gut, wenn im Presbyterium einer ist, der davon was versteht. Also nach meiner persönlichen Überzeugung braucht die Kirche ein Spektrum von Pfarrerinnen und Pfarrer, die gerade jetzt im Masterstudiengang angezogen werden. Das war vorher ein sogenanntes Bischofsstipendium, das der badische Landesbischof Ulrich Fischer kreiert hat. Aber er hat es sozusagen ad personam gemacht. Das konnte einzelne Personen, die er für besonders befähigt hielt, hat er eingeladen, mit dem Stipendium ausgestattet und eben dann in die Kirche hineingeführt. Und wir wollten gerne, und das ist wirklich auch mein Anliegen, dass das für viele offen steht, dass das ein strukturierter Studiengang ist. Der Evangelische Fakultätentag hat das ja jetzt auch beschlossen. Wir sind also bundesweit akzeptiert, wenn auch noch in der 5-jährigen Probephase. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es doch Menschen gibt wie Sie, die eben auch aus diesem Studiengang sehr viel Gewinn ziehen können. Also es ist schon eine sehr verheißungsvolle Institution, die sowohl für die Kirche als auch für die Interessierten Segen bringt. Ja, Herr Oeming, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich kann diesen Studiengang aus persönlicher Erfahrung nur empfehlen und jedem ans Herz legen, der sich dafür interessiert.